Ja, Eifel waren wir letztes Jahr eigentlich ein bisschen durchwachsen unterwegs, eigentlich ganz gut gestartet, hatten ein paar gute Zeiten, hatten auch ein paar ziemlich durchwachsen, haben uns zweimal gedreht, Wetter war ziemlich wechselhaft. Und für dieses Jahr, ich sag mal im Rahmen dessen, was wir dieses Jahr schaffen können, das heißt so 5., 6. in der Klasse und im Gesamt muss man gucken, was die Super 1600 machen, das kann ich nicht einschätzen, kommt ein bisschen aufs Wetter an. Wir versuchen Spaß zu haben, möglichst weit vorne zu landen. Ja, eigentlich liegst du immer daneben. Also egal wie du rausfährst, es kann 20 Kilometer weiter, sieht es ganz anders aus. Mit anderen Worten, das ist eigentlich Poker, hast Glück, hast Pech. Wenn du mal Glück hast und greifst mal richtig, dann bist du auch oben dabei. Wenn du Pech hast, liegst du halt auch mal schnell relativ weit hinten. Ja, ich sag mal so die Top 4, das ist so Sandro, der Junior, der Vater Gassner und der Peter Corazza sind einfach unerreichbar, also da können wir noch langfahren, bis wir da hinkommen. Wir hatten so ein paar Mal ziemlich nah am Florian Niegel dran, der ist nur leider nicht mehr dabei. Mit anderen Worten, uns geht so ein bisschen die Spielkameraden aus. Muss man jetzt mal schauen, hier Klaus Osterhaus ist so eine Nummer, da wollen wir dann schon hin. Dann 40, links voll über Kuppe hebt, 50 rechts voll, 40 links 4 plus, Ende minus und sofort rechts links 2 um Stein und sofort rechts 1 um Maibaum.
Strecke, die sind nicht. Name ist Programm. Dann sofort über Kuppe voll, 80, rechts 4 plus und 50 über Kuppe, 80 über Kuppe, Achtung, sofort links 2 minus Easy Cut, links 2 minus Easy Cut sofort und 40, links 2 minus, 50 auf Kuppe, rechts 2 minus und dann sofort links 3 minus, links 3 minus und 150 auf Kuppe, links 3 minus. 80 über Kuppe, 30, rechts 3, macht zu, 2 an Wald auf Schotter und 50 links 3 minus, 50 links 4 minus, 80 links voll, 120 links 3 plus, links 3 plus und 40 rechts 3 plus Cut, 80 auf Kuppe rechts voll und 40 rechts 3 plus Cut. Und dann 50 über Kuppe, 30 rechts 2, Ausfahrt. Mechaniker haben toll gearbeitet. Eine riesen Aufholjacht von weit hinten aus dem Mittelfeld bis auf Platz 11 für Daniel Rexau und Stefan Clemens.